So, hallo alle zusammen. Heute geht es um die Produktvorstellung für Peak Design und zwar den, wo haben wir ihn hier? Und zwar geht es um den Capture Kamera Clip, den mir Peak Design für diesen Test zur Verfügung gestellt hat. Und der Disclaimer gleich vorab, es gibt keine Absprache im Sinne von, was ich sagen muss oder was ich sagen sollte. Es gibt auch keine Absprache zu einem Meinungsbild. Ich darf sagen, was ich möchte. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das Peak Design Kamera Clip Konzept versteht sich quasi schon von selbst, wenn du dieses Bild hier vorne siehst. Halt, so. Es geht darum, dass du einen Kameraclip hast, womit du deine Kamera am Rucksack, am Gurt des Rucksacks verbinden und befestigen kannst. Wir fangen aber mal an mit der Verpackung. Geliefert wird das Ganze in dieser minimalistischen Verpackung. Hinten drauf gibt es dann gleich ein kleines Quick-Menü, wie das Ganze benutzt werden könnte. Und innen drin liegt der Clip dann hier drin. Ich habe ihn natürlich schon rausgeholt und ein bisschen ausprobiert. Und es gibt auch noch ein extra Quick-Menü, wo ihr auch nochmal die wichtigsten Sachen draufstehen habt. Bis 90 Kilogramm kannst du das Ganze belasten und bis zu 6,4 cm Breite fasst das Ganze von deinem Kameragurt, von deinem Rucksackgurt. Ich verwechsel das immer, Kamera und Rucksackgurt. Sind da beides Gurte. Also ich habe das Ganze nachgemessen, es sind tatsächlich 6,4 cm, je nachdem wie breit das Ganze ist. Man kann das auch ein bisschen zusammenstauchen, das geht auch noch. Aber das Ganze hat natürlich Grenzen. Wenn der Gurt wirklich zu dick ist und dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Geliefert wird das Ganze hier in diesem sehr praktischen Säckchen. Da kannst du es quasi direkt, wenn du unterwegs bist und das Ganze vom Rucksack mal abmachst, hier reinstecken, hast alles dabei. Und es gibt natürlich nicht nur den Kameraclip, hier ist das gute Stück, sondern es wird auch mitgeliefert ein Werkzeug zum Befestigen an der Kamera bzw. am Rucksack. Über einen Imbusschlüssel, hier ist er, da wird mitgeliefert, finde ich sehr praktisch, mit so einem kleinen Ring, damit du das Ganze irgendwo noch festmachen kannst. Und zusätzlich gibt es noch mitgeliefert zwei Ersatzschrauben, die sind essentiell zum Befestigen des Kameraclips an deinem Rucksackgurt. Wenn die weg sind, war's das, also hier hast du nochmal zweimal Ersatz und die würde ich an deiner Stelle gut aufheben, denn es kann schon mal passieren, dass sie dir irgendwie zu weit rausdrehen und du das Ganze verlierst und dann wird es schwierig. Gut, ich stecke das Ganze zurück in dieses kleine Säckchen und wir schauen uns mal den Kameraclip etwas näher an. So wird das Ganze ausgeliefert. Das heißt, du siehst hier vorn dran, es gibt hier diese Stativplatte oder Kameraplatte und die ist speziell für dieses Konzept entwickelt worden. Ihr seht, das fährt quasi so rein und dann kannst du das festrasten lassen. Und da bewegt sich nichts, das kann auch nicht spontan rausspringen oder rausfallen. Selbst in diesem Modus, wo das Ganze noch nicht gelockt ist, ich zeige das gleich, also nur so eingerastet hält und hebt die Kamera perfekt, kann man sagen. Komplett aus Metall gefertigt, nichts aus Kunststoff oder Gummi, bis auf die kleinen Stopper hier oben dran, aber es ist alles komplett aus Metall. Dementsprechend sehr wertig, fühlt sich auch gut verarbeitet an, langlebig und ist auch laut Peak Design wetterfest. So. Ich habe gerade eben gesagt, das Ganze kann man locken, also feststellen. Denn hier oben über diesen Stift kannst du sagen, jetzt möchte ich die Kamera herausnehmen. Und dann drückst du rein und dann ziehst du das Ganze quasi raus. Jetzt kannst du aber auf längeren Wandertouren sagen, ich möchte jetzt die Kamera oben einrasten lassen. Und damit ich nicht aus Versehen die Kamera doch hier oben rausnehme und vielleicht verliere oder sie mir rausrutscht, warum auch immer, kannst du das Ganze hier, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, drehen nach vorn. Und dann ist es gelockt. Das heißt, ich kann jetzt nichts mehr drücken. Ich kann noch die Kamera nicht mehr herausnehmen. Die ist quasi fest drin und für längere Touren finde ich das sehr praktisch. Ich denke, ich würde es dennoch, weil ich dem System schon sehr vertraue, würde es, glaube ich, immer offen lassen, sodass ich quasi selbst direkt die Kamera rausnehmen kann. Aber wer so ein bisschen mehr Sicherheit möchte, so ein bisschen für das Gewissen, gerade wenn die Kamera und das Equipment sehr teuer war, dann kannst du das Ganze auch hier festlocken und dann fällt wirklich gar nichts raus und du kannst sie auch nicht einfach abnehmen. Die Kamera ist dann fest, solange wie du das Ganze hier gelockt hast. Jetzt ist aber die Frage, wie sieht denn das Ganze am Rucksack aus? Also wo sind die Grenzen? Welche Rucksäcke sind dafür gut geeignet? Ich habe jetzt mal gleich meinen größten Rucksack hergenommen. Ist jetzt egal welcher. Den hatte ich letztes Wochenende auch im Vogtland mit dran. Da wurde ich gleich gefragt, was ist das für ein Rucksack? Wie groß ist das Packmaß und so weiter? Das ist jetzt ein 45 Liter Rucksack, also schon ein größerer Rucksack, nicht der größte, klar, aber schon ordentlich. Und hier haben wir ein Problem, die
die Tragegurte sind bei solchen größeren Rucksäcken sehr breit. Das liegt in der Natur der Sache, denn das Gewicht soll natürlich gut verteilt werden. Du sollst nicht das Gefühl haben, dass die Riemen an deiner Schulter schon reinschneiden und dass sie quasi wehtun, sondern du sollst das Ganze recht lange gut und stabil tragen können. Demzufolge sind das sehr breite Tragegurte. Und da können wir natürlich mit diesem System nicht reingehen. Ich zeige euch das auch mal. Also hier jetzt reinzukommen ist fast nicht möglich. Ich habe nachgemessen, die Teile sind auch irgendwas über 8 cm breit, also ungeeignet. Aber jetzt kommt's, wir können es trotzdem verwenden, indem wir, ihr seht es schon hier, eine dieser Schlaufen hier benutzen. Also ich habe hier oben eine etwas schmalere, hier unten habe ich noch mehr Platz und das war's. Hier unten, die würde ich nicht unbedingt nehmen, aber hier eine von den beiden. Und ich kann mir theoretisch dieses Clipsystem auch hier reinbauen oder hier ranbauen. Und dann muss ich das Ganze hier dann so ein bisschen durchschieben, durchpressen. Und ich kann auch hier, ihr seht das, ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, ich kann auch hier diesen Kameraclip, ich muss es ein bisschen rausdrehen, hier auch dran befestigen. Das heißt, ich kann mir auch an diesem breiteren Gurt, wo ich vermeintlich entweder was rausschnitzen möchte oder eben diesen Clip nicht benutzen könnte vermeintlich, kann ich auch das Ganze hier befestigen. Ihr seht, ich muss gerade hier noch ein bisschen herumexperimentieren, weil wir unter diese Schraube kommen müssen. Und dann kann ich den Kameraclip hier dran befestigen und meine Kamera auch genauso hier benutzen. Also ihr seht, das Ganze hält, das ist dran und ich kann es auch nicht wirklich verschieben. Der Clip ist schon drin, wir werden gleich noch eine Kamera dazu ranbauen. Und ich kann jetzt quasi diesen Clip von der Seite reinschieben. Man kann das jetzt von der anderen Seite auch dementsprechend befestigen. Ich würde die Kamera immer von außen ranschieben wollen, einfach weil ich sie wahrscheinlich rechts in der Hand habe und dann so zu meinem Gurt komme vom Rucksack und dann möchte ich die Kamera theoretisch hier auch so draufschieben. Das machen wir gleich. Wir bauen das Ganze jetzt an eine Kamera ran und befestigen sie hier an diesem Clip. So, ich habe jetzt das System an die R5 rangeschnallt. Wir haben das 35er drauf, das 1,4er. Also hier haben wir schon ein bisschen was an Gewicht. Ich schätze mal so um die 1,5 Kilogramm müssten das sein, 1,8 vielleicht. Und ihr seht, der Clip ist hier unten dran. Ich halte es mal an die Kamera, damit ihr das auch sehen könnt. Und so sieht das dann unten dran aus. Ich habe noch ein bisschen Silikonschutz ringsherum drum, aber das ist jetzt erstmal egal. Und ich könnte die Kamera jetzt theoretisch hier von der Seite draufschieben. Und ich mache das jetzt mal für euch. Und die rastet satt ein und die hält. Also da wackelt auch nichts, da rutscht auch nichts nach unten. Zum einen physikalisch wird das Ganze natürlich durch die Gurte hier gehalten. Und die Gurte sollten in der Lage sein, das Gewicht deiner Kamera auch zu halten. Das solltest du vorher testen, bevor du unterwegs bist und das Ganze abreißt. Also vorher nochmal nachschauen oder nachlesen im Zweifelsfall. Und ich kann tatsächlich die Kamera hier ranmachen und kann sie die ganze Zeit ganz bequem hier, das ist quasi auf so Brusthöhe, hier dran befestigen und habe sie die ganze Zeit griffbereit. Und das ist natürlich viel besser, als die Kamera im Rucksack zu haben, um immer wieder abzusetzen, Rucksack öffnen, Kamera rausräumen, Kamera wieder reinräumen, Rucksack schließen. Das kann natürlich nerven. Also entweder hältst du die Kamera die ganze Zeit in der Hand, so mache ich das meistens, oder du nutzt eben diesen Clip und baust das Ganze hier ran. Es gibt aber auch Varianten, wo du das Ganze an einem Rucksack natürlich direkt an dem Kamera, an dem Rucksackgurt, schon wieder am Rucksackgurt befestigen kannst. Und das möchte ich euch auch noch zeigen, denn ich habe einen etwas kleineren Rucksack da. Da können wir das Ganze auch wunderbar drauf montieren. Das machen wir jetzt mal direkt. Und jetzt habe ich hier den etwas kleineren Rucksack, auch ein Lowe Pro, aber das ist egal. Und habe den Kameraclip jetzt hier so angebracht, wie man das auch von dem Produkt her kennt. Und zwar im Querformat. Ihr seht das hier, hält bombenfest. Ich habe ihn wirklich ganz normal handfest gedreht. Ihr wisst danach, fest kommt ab. Und ihr könnt euch jetzt meine R5 auch ganz normal einrasten lassen. Ihr seht das hier, die hält auch drauf, das hebt. Und ich könnte hier ganz bequem stundenlang laufen. Das Ganze rutscht auch nicht weg und hält so lange, wie ich das eben möchte. Und ich habe vorhin gesagt, 90 Kilogramm ist die Belastungsgrenze für das Ganze. Wir können also auch an diese Kamera im Zweifel ein großes 70-200 dran schnallen. Das habe ich auch dabei. Und dann haben wir hier dann das 70-200 gemeinsam mit der R5. Das ist das große 70-200. Noch zumachen. Mit dem Blende 2.8 Objektiv. Das heißt, hier haben wir nochmal deutlich mehr Gewicht. Ich möchte fast meinen, ja, um die 2,5-3 Kilogramm müssten das sein in etwa. Das ist schon mal noch ein ganz anderes Kaliber als gerade eben mit dem 35er. Und auch das machen wir hier ran. Und auch das hält an dem Gurt. Also selbst an diesem kleinen Rucksack, an diesem normal schmalen Gurt am Rucksack, hält das Ganze. Das rutscht auch nicht. Ich wackel auch extra besonders stark. Also das fällt nicht ab. Also wenn du unterwegs bist, du machst Wildlife-Shots oder zumindest im Tele-, im Portrait-Bereich machst du Fotos, hast dann etwas schwereres, größeres Objektiv dran. Auch das hält.
Auch das kannst du hier wunderbar dran verbinden und könntest das Ganze vielleicht an das Objektiv dran machen, wenn dir das mehr Vertrauen schenkt. Aber so im Großen und Ganzen hält das auch wunderbar und ich könnte theoretisch auch da den gesamten Tag damit rumlaufen. Aber ich denke, die meisten von euch werden vor allen Dingen draußen in der Landschaftsfotografie oder wenn du die Kamera generell am Tag draußen hast, vielleicht für Travel-Geschichten eher ein etwas kleineres Objektiv dran haben, sodass du wahrscheinlich nicht das Problem haben wirst, dass das Ganze sehr schwer an der Schulter zieht, sondern das wird eher gut halten und du wirst wahrscheinlich recht schnell Freude damit haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist die Zielgruppe und für wen eignet sich das Ganze? Und da habe ich mir im Vorfeld wirklich lange Gedanken gemacht. Ich muss sagen, letzte Woche, als ich im Vogtland war, hatte ich meine Sony, die mich gerade eben filmt, den gesamten Tag, also wirklich fast den gesamten Tag in der Hand. Es regnete hin und wieder, es war kalt, es war nass, es war auch ein bisschen neblig. Das heißt, Feuchtigkeit spielte eine Rolle. Und einige, die dort mit dabei waren, hatten auch tatsächlich diesen Clip auch schon dabei und haben die Kamera so dann draufgeschnallt. Und der Sony, traue ich es zu, die ist abgedichtet für Feuchtigkeit oder gegen Feuchtigkeit, gegen Wettereinflüsse. Das ist nicht bei jeder Kamera so. Das heißt, wenn du dein Display nicht umdrehen kannst, also nicht zwiffeln kannst, dann musst du eben schauen, ob die Kamera abgedichtet ist und ob du, gerade vielleicht als Hobbyfotografin oder Hobbyfotograf, dann die Kamera hier dranhängst und das Display nach oben draußen zeigt. Dann vielleicht im Zweifel umdrehen oder wenn die Kamera eben nicht gegen Wettereinflüsse abgedichtet ist, dann ist der Clip eher nichts für dich. Wenn du aber eine Kamera hast, die Wetter ab kann, also ein bisschen Regen ab kann, die ein bisschen Feuchtigkeit ab kann, wo du das Display im Zweifel sogar umdrehen kannst, sozusagen, also schützen kannst, dann würde ich sagen, ist dieser Clip auf jeden Fall etwas für dich. Dann solltest du dir den unbedingt mal anschauen und natürlich die Profi-Fotografinnen oder Fotografen, die vielleicht auch im Hochzeitsbereich unterwegs sind, die dann eben den Gurt nochmal um die Schulter ringsherum haben oder eben den Rucksack den gesamten Tag mittragen, für die ist das natürlich ideal. Dann kann man im Zweifel sogar zwei Stück kaufen, einen links, einen rechts und hat sozusagen zwei Kameras oder hier eine Kamera und hier noch ein extra Objektiv, was ich dabei habe. Und das Praktische ist eben, und man unterschätzt das, glaube ich, du hast die Kamera oder das, was du brauchst an Gläsern, immer griffbereit. Und es ist gar nicht so trivial, denn wenn du unterwegs bist und der Meinung bist, das ist ein tolles Motiv oder das ist ein schöner Moment, dann kannst du das Foto machen oder das Video und kannst es festhalten. Wenn du erst die Kamera oder den Rucksack ablegen musst, musst die Kamera rausräumen, dann verlierst du wieder Zeit, dann ist vielleicht der Moment auch weg oder die Idee weg. Und ich finde auch so ein bisschen, die Motivation schwindet, wenn du immer den Rucksack absetzen musst, um die Kamera rauszuholen, als wenn du sie immer in der Hand hast oder eben hier dran trägst und weißt, okay, kommt jetzt ein Motiv, kommt ein Moment, Kamera ab, Foto, Video, Kamera wieder drauf und weiter geht's. Und das ist schon, das ist praktisch und ich muss sagen, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Also ich sehe durchaus den Nutzen von dem Ganzen und ich bin gespannt, wie meine Erfahrung dazu wird. Und wenn ich das Ganze dann länger getestet und ausprobiert habe, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Langzeit-Review dazu geben und euch hier auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr sehen wollt, wo ich das Ganze einsetze, schaut gern auf meinen Instagram-Kanal, da könnt ihr mir gern auch folgen, wenn ihr mich unterstützen mögt. Und da gibt es auf jeden Fall ab und zu Updates zu diesem System. Und mich würde zum Abschluss interessieren, ob ihr das Ganze bereits schon nutzt, ob ihr dazu Erfahrungen habt. Wenn ja, schreibt es bitte gerne in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mich weiter hier unterstützen wollt, gebt gern einen Daumen nach oben und ein Abonnement zu diesem Kanal. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Ganze war hilfreich. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!